Hallo und herzlich willkommen hier zur zweiten Folge der Nordfriesischen Marsch, so 2.5. So, 19.19 und wir fahren jetzt das Bier verkaufen mit Bierfass, und zwar kurz nachschauen. Bierfass habe ich jetzt bevorzugt. Ein Aldi. Ein Aldi wäre nicht gut. Edeka. Ist in der Nähe von Edeka, vom Lidl. Und von daher, vom Fahren her nicht ganz so dramatisch. Ja, vorhin wollte ich hier nicht weitergehen, warum weiß ich auch nicht. Bin dann kurz zu anderen Fahrzeugen gesprungen und hab die gleich mal zum Hof geschickt. Oh, der Ceron ist fertig. Dann können wir gleich mal, bevor wir hochfahren, umleiten, und zwar das nächste Feld. Das machen wir gleich. Der eine klappt. Jupp. Kurz entlassen. Dann ist der Rapsanbau abgeschlossen. Dann beginnen wir in der Ecke. So. Da wächst ein einzelner Unkrauthalm. Gut. Egal. Ne, wir werden hier mal kurz die Alkohol löschen. Kurz Generierung. Feld 18. Ist ja nicht allzu groß. Zwei Vorgewände, das mal so. Und er darf am ersten Weg beginnen, das heißt, man muss ihn zurückstoßen. Sonst eiert er umher mit den ganzen Fahrereien. Das ist. Dünger hat er bei 48%. Das wird nicht reichen. Das werden wir nachher nachholen müssen. Vermutlich mal ganz stark. So, unsere Bäume. Mal einen Blick riskieren. Na, viel gewachsen sind sie auch noch nicht, ne? Hauptsache, ich habe sie nicht so eng gepflanzt. Das ist meine erste Befürchtung, obwohl alle recht gleich groß sind. Anführungszeichen, ne? Da hätten sie ein bisschen größer, schätze ich mal. Ne, auch nicht. Aber eben, können wir schauen. Ja, Vogel gibt mir recht. Gut, dann hin zum meinen LKW. Molkerei nicht, da wollen wir nachher hin. Da. Versuchen wir, Feld 4. Oh. Jetzt haben wir den verlaufen. Oh. Oh. So ein hohes Gewächs, das ist meistens gefährlich. Wenn du da jetzt keine Orientierung hast, bist verloren, läufst im Kreis. War immer so als Kind im Maisfeld so interessant. Oh. Wie kommst du raus, ne? Obwohl das Feld, wo ich reinging, relativ klein war. Ist ja überschaubar. Man konnte ja zur Not aufgucken. Oder Lärm herkam, ne? Von der Straße oder so. War ein kleines Feld. Aber der Mais war recht hoch als Kind, besonders hoch, aber konnte man nicht durchgucken und drüber gucken, ne? Wir haben das junge Mais gegessen, kann ich wollte auch fressen sagen, aber gegessen. Die ganz jungen Kollen, ne, da haben wir uns ein bisschen, naja, ja, ein paar haben wir gegessen, nicht so viel. Schmeckte halt süß, ne, das war halt was für uns, ne, also die ganz jungen, später ja nicht mehr. Der LKW fährt sie ein bisschen, naja, besser. Die Luft ist knapp, 300 Tonnen. Und das Bierfass ist rausgefallen. Oh. Das ist die Plastikflaschen sind, ne? Die zerbrechen ja nicht. Ne? Ja, er zeigt nur gleich einen Tonnen an, ne? 23. Das ist nicht viel. Ist aber leer genauso schwer wie voll. Auch hat das Bier nicht anzuzeigen. Aber er braucht halt lange, um schnell zu werden, ne? Aber er lenkt sich halt besser als der andere, ne? Das ist mein Eindruck. Die anderen Fahrzeuge sind angekommen im Hof. Ich will ja anfangen, die Felder nochmal zu kalken. Und zwar alle Rapsfelder und da wo Raps zu sehen ist, den brauche ich ja nicht. Auf Feld 15, da ich mal angefangen habe, da will ich nacharbeiten. So, der blinkt da oben.
So, beim Baumarkt rechts hinterm Baumarkt nachher. Hier, schon da, der Edeka ist Belieferung. Die Durchstrecke ist vorbei. So. Hat er natürlich durcheinander gesagt. Ja, sieht das hier aus. Ja, wird er das. Mal gucken, ob er alles ablädt, wie verkauft. Hier scheint alles zu wackeln, ne? Wenn es wackelt, dann ist auf jeden Fall was los. Da wackelt alles. Da hinten auf jeden Fall und vorne. Vorne geht auch was weg. Und ganz vorne. Die erste Reihe sieht nicht gut aus. Also vom LKW die erste Reihe. Das müssen wir nochmal aufladen. Man nimmt es an, so eine Sauerei. So. Ups. Ja, mal gucken, ob die ersten beiden weggehen. Geld gibt's schon mal. Und die hinteren ist richtig. Wo alles drin ist, nimmt man Bereiche drin. Normalerweise, ja, geht weg. Vorne auch. Die Fässer gehen auch weg. Gut, dann können wir jetzt zur Molkerei fahren. Wollte ich sehen, dass wir da was verkaufen. So, jetzt haben wir schon mal 840.000. Also, wie gesagt, ich wollte mal ein großes Rübenfeld kaufen. Am liebsten 65 und nicht reicht, da kaufen wir halt die anderen Felder. Und dann machen wir drei Fahrzeuge Rübenroder. Und dann geht das in große Aktion Richtung Brauerei. Quatsch. Zuckerfabrik. So, hier biegen wir rechts ab. So, Molkerei, ich komme. Ich muss auch noch ein bisschen was ernten können. C. Tatra. Ja, Tatra. Firma aus Tschechien, meines Wissens. Ist hier am Gespräch. Der Mann, sind diese Mannwerke hier in Steyr, das soll ja dicht gemacht werden, was ich gehört habe. Und da hat schon Tatra sich angemeldet, also gerüchtemäßig, dass die das dann übernehmen wollen. Weil die haben ja noch entsprechend, ja, wahrscheinlich haben sie Bedarf, ne? Sag mal so. Weil das Personal ist ja geschult. Das ist ja im Großen und Ganzen sind ja hier die Industriebetriebe immer fleißig dabei und die Schulen, das Personal, das ist im höchsten Stand. Und in allermeisten Fällen haben sie auch moderne Produktionsfertigung. Kann ich mir jetzt von Tatra oder von Mannwerk jetzt nicht sagen, dass ich da es kenne. Aber ich gehe von aus, dass es so ist. So, da müssen wir rein, Junge, da müssen wir rein. So, ich gucke gerade Leerpaletten. Der eine müssen wir noch reinschieben. Der eine hier rechts. Dass er hier angenommen wird. Und gleich mal gucken, was wir hier schönes haben. Ich kann mir gleich mal was rausstellen. So, Karton ist leer. Milch ist voll. Oh, das ist ungünstig. Karton müssten wir beim nächsten Mal gleich holen. So, was haben wir am meisten? Wir haben Joghurt. Dann müssen wir gleich Karton holen. Ich werde mal Joghurt aufs rauswerfen. Und zwar Maximum kriegen wir 40 rauf. 32 und geht nicht mehr. Wir müssen nochmal 8 dazu nehmen, wenn wir 8 kriegen. Joghurt müsste passt noch hin.
Haben wir alles voll? Tatsächlich. Joghurt, meine Farm. Ja, dann einen Karton holen, ne? Und Papier am besten gleich noch. 2020 oder so. Jetzt haben wir irgendwas gekriegt. Das Tor. Trainiere durch. Ich hab mich festgeklebt. Muss mal ein Brecheisen holen. Kurz mal. Ja, rüberdrücken. So, aufladen. Brauche so, dass ich 8 Stück noch aufkriege. Also. Jetzt habe ich 4, 6, 5. 6. So. Aufstellen. Gucken wir gleich nach. Papier. Papier ist auch knapp. 25.000. Leerpalette ist auch knapp. Also die drei Sachen müsste ich noch holen. Nachher. Joghurt. 8 Stück. Und erschaffen seid mal so, ne? So, gut. Wir haben gleich aufgeladen. Dann fahren wir gleich dichter ran. Dass wir die nächsten auch noch mitnehmen, ne? Das wird eine schöne Lieferung. So, wo fahren wir hin? Joghurt. Malz, ja, Bier haben wir jetzt halt. Wir könnten noch mehr Bier verkaufen, los hat nicht. Kohl, Kies, Mehl, Kompost, Karotten. Es muss weiter hinten sein. Klopapier, 1008. Was ich gerade so sehe. Frischkäse, Käse. Käse haben wir auch nicht, Herstellung. Wir haben so Milch da, so viel, Mensch. Joghurt. Aldi. Aldi. Oder Lidl. Lidl, 1990. Das ist in der Ecke. Das andere ist weit weg. So. Dann holen wir gleich nachher Karton und... Das ist ganz sinnvoll. Karton, Papier und beim nächsten Mal Paletten. Und das kommt nicht hierher, die Karton. So ungefähr, wenn ich hab, so 22 Karton, 18 Papier oder so. Und dann nochmal eine halbe Ladung. Paletten. So. Wollen wir mal Leute losfahren zum Lidl, ne? Aber lieber zum anderen Ende, das wird weg. Ja, da stehen sie alle und warten auf die ab. Die müsst ihr eigentlich jetzt gleich mal alle entlassen. Sonst kosten sie mir jedes Mal ein bisschen Geld. Und dann wegfahren kann ich sie später. Mal ein bisschen Kreuzung ranfahren. Das sind alle die Fahrzeuge, die auf dem Feld rumstanden und die hat man zugeschickt. So. Kurz rüberspringen. Ich müsste dir eigentlich einen Parkplatz zuweisen, dann werden die, glaube ich, aber wiederum ist das auch egal, wegen Parkplatz, wegen, die müssten ja eigentlich alle mal aufgefüllt werden oder beziehungsweise gewaschen und repariert werden. In allermeisten Fällen müssen sie zumindest mal repariert werden. Aufgefüllt, die Kalkdüngerstreuer sowieso. Und die Weisen sind Kalk, die anderen sind Düngerstreuer, das unterscheide ich jetzt mal ein bisschen. Damit ich
bei Bedarf immer. Blocking Mist, den machen wir auch gleich. Entweder ist er bei der Brauerei oder Edeka. Ja, das ist jetzt ungünstig, ne? Dann steht er im Wege, ne? Ja, das wäre wieder selbst schuld. Oder wäre da vorbeigefahren, theoretisch. Hat heute mal einen schlechten Tag, wo er nicht abladen will. Eigentlich hätte er abladen müssen, ne? Oder? Oder war im Prinzip kein Platz mehr. Das kann auch sein. Platz war genug. Aber kann schon im Weg stehen haben, ja, ist möglich. Ich springe mal aus, lass mal alleine fahren. Guck mal nach, was wir jetzt hier an Gärrisse da haben. Mist zeigt er auch nicht an. Gärreste 180.000. Hier habe ich doppelt genommen, nee, einfach. Ich dachte, da könnte man den Mist auch erkennen. Gut, hier zeigt er zumindest an, was Platz ist. Aber gut, das ist egal. Wollt mal sehen, was Gülle drin ist und was Gärreste drin ist an Menge. Aber das zeigt er mir nicht an. So. Gehen wir hier zurück. Und. Sonst kippt mir die ganze Quark irgendwo hin, ne? Ja, hätte auch einen Kühllaster nehmen müssen, ne? Haben wir nicht. Und dabei Temperatur 33 Grad, das ist nicht gut. Guck gerade in Rückrufaktion. Alles schlecht geworden. Kühlkette unterbrochen. Okay, je. Hätte ich nachts fahren müssen. Ja, das ist typisch. Typisch. Alles angefangen und jetzt kommt die Meldung, dass der Tank leer ist. Mit Dünger. Das müssen wir gleich nebenbei machen. Sonst. So. Also Quark ist richtig viel Geld. Aber die Molkerei arbeitet nicht, die hat keine Verpackung. Jetzt brauche ich so einen Manager, der das im Prinzip mitteilt. Persönliche Post. Aber gut. Das wird mir auch bitten viel, ne? So, Deckel auf. Deckel auf, dieser geht nicht. Setz. Das wird verarbeitet. Gut. Dann gehen wir ganz kurz Richtung. Es kann sein, dass die ersten nicht da. Sieht auch ganz gut aus. Auf den unseren, naja, die Hälfte hat er geschafft. So. Entlassen. Klar, Dünger fehlt, ne? Aber habe ich geahnt, dazu ist. Weil das andere war ja etwa die Hälfte. Also 17 ist ja kleiner, kann man ja sehen, ohne groß die Maße sich anzuschauen. Aber wie gesagt, da war es halb leer, etwas drüber wie halb, und das ist jetzt zu merken, ne? Müssen wir ganz kurz zur Düngeproduktion fahren und da Dünger holen. Da wird auch mit der Zeit, also müssen wir vielleicht noch einen zweiten dazu bauen, aber ich denke mal, wird ausreichend sein. Blocking und wird noch nicht beladen, ne?
Wo steht der? Ach, ja. Die anderen Fahrzeuge stehen im Weg. Ja. Das ist dann, wenn die anderen Fahrzeuge mitten auf der Straße stehen, ne? Ungünstig. Hier gibt Schweinefutter zur Not. Oh, 3.000, 4.000 fast. Das ist eine reife Leistung. Und da kommen wir jetzt nicht vorbei. Also, wenn wir die Fahrzeuge mal wegschieben, wegfahren, ne? Erstmal hinten hinstellen und dann nachher nach und nach wieder meinen Tag voll machen. Im Grunde brauchen wir für jedes Fahrzeug einen Parkplatz. Aber die kommen ja hier alle rein, die Düngerfahrzeuge, ne? Aber erst, wenn die repariert sind und sauber gemacht wurden. Dann müssen sie hier mal parken. Hier sind keine Kurse. Und wieder einsackt. 9% oder 0. Ist mal 0. So. Die Kalkfahrzeuge müssen mal alle Normalbereifung kriegen. Kalk würde immer entweder vor der ersten Stufe machen oder Wachstumsstufe. Also im Prinzip kurz an der Ausfahrt kriegen die alle Kalk, damit die Automatik erkennen kann, wie viel Kalk draufkommen soll. Dazu braucht er immer eine Frucht, die schon drauf ist, die man kennen kann. Ach, jetzt muss ich die Tonnenzahl für den Boden rausbringen. Ne? So. Der kann da stehen bleiben, da geht keine Kurse lang. So, liebe Schauer, ich sehe gerade wieder die Zeit. Die ist wieder abgelaufen. Ja, leider ist ja so, ne? So, liebe Schauer, das soll es auch schon für heute gewesen sein. Den heutigen Mittwoch. Dann sag mal tschüss und ciao. Nochmal ein dickes Dankeschön für fleißige Reinschauen. Fleißig liken, fleißig kommentieren. Ja, morgen geht's hier weiter. Als Lieferung, Verpackung und Papier für die Molkerei. Dann verkaufen wir mal Vollmilch und wahrscheinlich Butter. Und dann nochmal Paletten verteilen, vor allen Dingen für die Molkerei erstmal. Ne? Ich mache mal hier Platz für unseren Mistfahrer. Und dann sehen wir uns gleich wieder zur nächsten Folge mit der Arbeit, die jetzt weitergemacht wird. Tschüss, ciao, ciao und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und dickes Dankeschön für fleißig reinschalten.